Hallo und herzlich willkommen in T-Bones Garage. Heute zeige ich euch, wie man eine Eisennadel reinklopft und wie man mit einer Schnur eine Rabatte oder eine Mauer setzt, wie man die Schnur richtig befestigt. Als erstes braucht ihr auch eine richtige Schnur, eine Maurerschnur. Die gibt es so in Rot, Rot-Schwarz oder hier in ganz Weiß. Das ist wichtig, weil diese Schnur so eine Faser hat, die nicht glatt ist. Also die ist schon glatt, aber ihr dürft es da nicht irgendwie so ein Bundeswehr-Schnur nehmen, die wo ganz alles aus Plastik ist. Ja? Der rutscht, der muss ein bisschen so griffig sein, die Schnur. So, ich mache dann immer so eine Öse zum schnellen Befestigen und Wegmachen. Einfach so ein Doppelknoten. Die Öse ist relativ egal, wie lang die ist. So, dann kann man quasi so jetzt um seine Eisennadel, wenn das die Eisennadel wäre, kann man so das befestigen. So, ich befestige jetzt das einfach mal hier an der Gabione. Dann messt ihr eure Länge, wie lang diese Rabatte oder Mauer sein soll. Und genau außen ungefähr 40 cm weiter schlagt ihr eure Eisennadel rein. Also nicht genau zu dem Punkt, wo ihr enden wollt, weil die Eisennadel euch sonst im Weg ist. Also 30 bis 40 cm weiter eure Eisennadel einschlagen. Schlagt ihr die mindestens 40 cm rein, mindestens. Maximal 50, sag ich mal. So, dass halt fest ist. Und jetzt bringe ich euch mal näher ran. So, jetzt müsst ihr die Schnur einfach auf die Eisennadel legen und macht hier eine Schleife rum. Ja? Eine Schleife rum. Und in die Richtung, wo euer Seil ist, in die Richtung müsst ihr es auch spannen. Ja? Das heißt, ihr geht einmal gegen den Uhrzeiger mit der Schleife rum, also wenn das Seil immer von rechts kommt, gegen die Uhrzeiger. Dann muss dieses lockere Ende muss jetzt beim Ziehen unter, dieses Seil muss unter dieses Gespannte. Da muss dann quasi wie eine Brezel, seht ihr das? Hier, das muss dann so sein. Nur eine Überlappung. Das zum Spannen, das Spannende muss quasi von unten nach oben. Ja, das Spannende, so. Ich zeige es euch mal, so extrem. Und das Lockere muss nach unten. So, damit da quasi ein Kreuz entsteht. Und das zieht ihr dann in die Richtung. Also, so. Und jetzt zieht ihr das. Und der Knoten ist quasi auf der Gegenseite. Also 180 Grad von dem zu Spannenden ist dieser Knoten. Und jetzt nehmt ihr das Seil so zweimal rum, dass ihr richtig eine Gewalt aufbringen könnt und zieht es in die Richtung. Und zieht es das hierher und mit der Hand unterstützt ihr das. So, fertig. Hört ihr das? So muss das gezogen sein. Das muss eine Melodie machen. Alles andere ist Murks. So, um das zu lösen, also ihr habt es
hier dieses Kreuz. Das heißt, die zu spannende Schnur ist oben. Seht ihr das? Die ist oben. Und das Lockere, das zum Ziehen, ist hier unten. Und hinter dem zu spannenden. Das ist nur einmal gemacht. Ihr könnt es auch zweimal machen. Dann ist es noch fester. Aber jetzt zum Lösen. Nehmt ihr das und zieht es einfach nach oben. Zack. Jetzt ist das alles wieder weg. Ich zeige das nochmal. Hier unten. So. Das ist nur eine. Also hier ist das zu spannende. Na. Das hier, das muss hinten sein. Also immer von euch weg. Das hier geht jetzt einmal rum. Seht ihr das? Jetzt einmal hier rum. So. Das hier, wenn ihr das jetzt so macht, und ihr könnt ziehen wie ein Depp, wenn ihr das loslasst, dann hebt es nicht. Seht ihr das? Das hebt nicht. Ihr müsst jetzt das hier heben, nach oben und das nach unten, damit das entsteht. Also ihr müsst das hoch und das runter. Nochmal. Ihr nehmt das zu spannende Seil und 5 cm nach hoch und das zu ziehende, also das andere Ende, macht ihr einfach 2 cm oder 3 cm unter das. Dann geht es automatisch entsteht das. So, und jetzt könnt ihr das so ziehen, aber das ist dann, seht ihr, viel zu locker. Es macht kein Geräusch. Darum, nochmal, geht ihr jetzt hierher, nimmt es und wickelt es einmal, reicht auch, oder zweimal, um eure Hand. Mit das hier unterstützt ihr, damit ihr nicht so schwer ziehen müsst. Und da zieht ihr richtig fest. Und jetzt? Jetzt macht es wieder ein anderes Geräusch. Hört ihr? Okay. Muss noch ein bisschen fester. Ziehen wir noch mal fester. So. Mehr geht eigentlich fast nicht. Hört ihr das? So. Und jetzt zeige ich euch den nächsten Schritt. Da brauchen wir eine Wasserwaage. So, da braucht ihr eine Wasserwaage. Damit auch diese Schnur gerade. Wie gesagt, beim Lösen zieht ihr das bitte nicht nach unten. Ja? Oder hier oder so. Also das geht auch. In die Gegenrichtung ziehen, ein bisschen, und nach oben. Wichtig ist nach oben. Gegenrichtung nach oben, hast es gelöst. So. Jetzt mal, ihr geht hierher an diese Stange, ja, lasst die aufliegen. Dann geht ihr mit eurem Finger hierher und lasst es überlappen. Und hier auf euren Finger berührt diese Schnur nur ganz leicht euren Finger. Ganz leicht, dass der gerade so kitzelt. Nicht hochdrücken, ja, weil ihr das dann, ja, dann ist es verfälscht. Nur bis es ganz leicht kitzelt, die Schnur. Und dadurch, dass das hier fest ist, habt ihr einen Punkt, könnt ihr ein bisschen gegendrücken, ja, Daumen hier oben festheben, dann könnt ihr mit einer Hand die Wasserwaage hier so balancieren und lasst es aufliegen. Und hier befestigt ihr euch wieder mit der einmal rum, also nur einmal rum, das zu spannende nach oben, zack, jetzt haben wir das schon mal so ein Grundding, dass es nicht mehr rutschen kann. Und jetzt müssen wir hoch, sehe ich schon, jetzt gehen wir hierher, eure Wasserwaage, setzt hier auf, den Finger her. Und dann so lange hoch, bis der Finger es berührt. Jetzt sehen wir, dass es zu 99% passt. Eigentlich brauchen wir da immer einen Kameramann.
Man sieht schon wieder nichts. Ja, verpiss dich doch. So, das heißt, muss noch um 1 Zentimeter weiter runter. So. War wahrscheinlich zu viel. Perfekt. War 1,5 sogar. Also, ihr legt jetzt den Daumen hier oben drauf und hier oben, das war oben, nicht unten. Und, das war, nochmal, ihr mit dem Daumen hier an und hier an. Berührt es ganz leicht, so damit eure Wasserwaage hier genau ist. Seht ihr das? Das müsst ihr eigentlich sehen jetzt. Perfekt. Jetzt habt ihr eine Gerade. Und jetzt könnt ihr die nochmal ziehen, indem ihr so... Oh, da hat sich jetzt von der Höhe nichts getan. Das kontrollieren wir nochmal. Seht ihr das? Perfekt. Ich drehe es nochmal so ein bisschen zu euch. Ja, jetzt habe ich hier verwackelt. Seht ihr das? Perfekt. So, und wieder Soundtest. Passt. So, warum habt ihr jetzt das hier 30 oder 40 Zentimeter? Das weiß ja kein Mensch. Darum macht ihr mit Klebeband eine Fahne. Ihr macht hier eh dann einen kleinen Stecken rein, eine Eisennadel, eine kurze, und macht die dann wieder raus, wenn ihr bis zu dem Punkt hin betoniert habt. Damit es auch jemand anders kapiert, nehmt ihr ein Stück Klebeband, schreibt hier minus 30 cm hin und macht hier oben. So, macht eine Fahne und schreibt hier mit dem Kugelschreiber drauf, minus 30. Da weiß man, von hier 30, da soll das enden. Ja? Könnt ihr mit dem Meterstab das hier exakt festlegen. So, hier unten dürft ihr das nicht machen, weil alles, was hier unten an Klebeband ist, heißt, da hat einer gemessen, eine Höhe, quasi, wo zum Beispiel das Endmaß sein soll. Das hier ist ja nur eine Hilfslinie, damit es gerade wird und auch von der Höhe vielleicht. Aber eure Endhöhe wird immer mit Klebeband gemacht und die obere Kante zählt. Das heißt, da wird quasi hier ein Klebeband rumgemacht. So. Und hier unten... Ich mache das jetzt mal so extrem. So. Also hier oben ist es ganz gerade und unten ist es scheißegal. Immer, so kriegt man es gelernt, der obere Punkt von einem Klebeband ist immer das Endmaß. Unten ist egal, weil hier oben kannst du sauber ablesen, das ist alles vom Licht. Weil hier oben die Sonne drauf scheint, dann hast du hier eine saubere Kante. Und hier unten, wenn jetzt hier ein bisschen so eine Beule ist, dann hast du einen Schattenwurf und du siehst nicht richtig die Höhe. Also immer von oben wird immer gemessen. Da kannst du dir dann so einen Messpunkt festmachen. Ich mache das natürlich jetzt wieder weg. So, wie kriegt man jetzt hier einen 90 Grad Winkel hin? Ja, und übrigens, so weitermachen mit der Schnur, das darf man nicht. Also wenn ihr die Schnur wieder benutzen wollt, müsst ihr die einmal hier oben rum, dann einmal hier unten rum. Weil, ihr habt die jetzt oben rum, wenn ihr die jetzt oben rum macht, dann ist das hier ungefähr
Das hat ungefähr 4 mm, dann ist es ungefähr 8 mm höher. Darum müsstet ihr hier nochmal einmal unten rum. Ja. Und jetzt. Na. So. Durch das, dass ihr das ein bisschen hier hochzieht, ist es nahezu, das sind, glaube ich, ich hab das noch nie in meinem Leben nachgerechnet, das wird wahrscheinlich ein Millimeter oder zwei Millimeter Differenzen haben. Ja? Aber jetzt kannst du hier ziehen, ohne dass das hier aufgeht. Ja? Zweimal rum. Einmal oben und einmal unten. Weil das Endding muss unbedingt, ja, unbedingt so. Seht ihr das? Da entsteht dann so ein Schlitz und in den Schlitz macht ihr das rein. Und dann könnt ihr das weitermachen. So, jetzt geht's weiter. Hier 90 Grad. Das kann man ermitteln, indem man hier mit einem kleinen Stift nach 50 cm einen Strich macht. Dann hier auch noch 50 cm einen Strich macht hier. Von der Eisennadel und nehmt dann eine Meter Wasserwaage und tut die hier hin und wenn die Punkte dann übereinstimmen, dann habt ihr 90 Grad Winkel, ja, oder ihr nehmt einfach einen Meterstab und ja, geht da mit dem Knickelement hin, knickt rum und macht es so. Genau, das ist auch wichtig, 90 Grad. So, hier, wie gesagt, nach 30 cm würde hier quasi das Fundament enden, weil dann hat man hier noch Platz für den Rückenbeton, ja? Da kann man hier noch arbeiten, aber kann immer noch die Dings messen. Wenn man jetzt weitergehen will, dann muss man hier die nächste Eisennadel wieder bei 30 cm hier, also hier und dann in die Richtung. Und wenn ihr nach in diese Richtung wollt, dann muss die Nadel hier sein. So, 30 cm. Dann überkreuzt sich das hier genau bei den 30 cm. Dann habt ihr halt genau an dem Punkt diese 4 mm, was die Schnur hat, habt ihr hier mehr. An der Stelle, das muss euch bewusst sein. Auf die Gesamtlänge, weil hinten passt dann wieder, ist es so minimalst. Aber der erste Meter, wenn der jetzt in die Richtung macht, die Schnur liegt da hier leicht auf. Ja? Da müsst ihr einfach dann hier hinten mit eurer Rabatte, das einfach wissen, dass ihr das nicht oben, sondern nehmt dann die Schnur, die wo hier ist. Ah, wie zeige ich euch das wieder am besten? Das ist alles nicht so leicht. So, dann müsst ihr nicht auf diese Linie achten, sondern auf diese. Dann müsst ihr das Endpunkt halt hier, seht ihr das? Durch das Gewicht jetzt drückt es das automatisch an der Stelle ein bisschen runter. Da müsst ihr dann einfach hier hinten gar nicht mehr euch auf das konzentrieren. Da konzentriert ihr mehr mit der Wasserwaage. Dann geht ihr nochmal her und überprüft, weil einen Meter weiter, da passen die Maße dann wieder. Dann macht ihr die letzte Rabatte, setzt dann einfach nochmal, um das 1000-prozentig zu machen mit eurer Wasserwaage. Aber das ist so minimal, was das hier runter geht. Das ist vielleicht ein Millimeter, seht ihr das? Mit diesem Druck. Also wenn ich hier runter drücke, da kann ich das schon bis zu einen Zentimeter runter drücken, aber so ganz leicht. Ja. Das ist jetzt nur zur Demonstration, wenn das ordentlich an einer Eisennadel fixiert ist, dann geht es auch nicht so runter. Das ist jetzt, wollte ich euch das so zeigen, dass ihr die oben drauf legt, und dann weiter geht. Und dann könnt ihr eure Rabatten oder Natursteinmauer setzen. Wichtig ist immer, die Nadel, wie gesagt,
weit genug weg. Ihr könnt die auch einen halben Meter weg machen, wie ihr halt Platz braucht. Ne? Wichtig ist, dass ihr die niemals herschlagt, da wo ihr arbeiten müsst. Das ist euch immer im Weg, immer, immer. Immer wegbleiben. Ich sag immer 30 cm soll es einfach weg sein. Da macht ihr hier eure Fahne hin, damit es jeder weiß, wie viel Zentimeter das weg sein soll von der Eisennadel. Und dann ist das alles schick. So, das mit dem Spannen, das müsst ihr ein bisschen probieren. Das ist ein bisschen am Anfang verwirrend alles. Aber das ist machbar. Wie gesagt, das darf nicht durchhängen, das muss ordentlich gespannt sein. Da muss so ein Ton zu hören sein. Dann ist es ordentlich gespannt. Und ich bin gespannt, wie viele Versuche du gebraucht hast, bis das geklappt hat mit dem Spannen. Schreib's doch unten in die Kommentare. Also ich selber habe damals bestimmt 10, also ich war nicht der Beste. Ja. Gibt es welche, die das beim dritten Mal checken? Aber ich hab 8 oder 10 Versuche gebraucht. Ne? Und das hat mir dieser eine Mann auch nicht richtig erklärt. Der hat es so schnell gemacht und hat mir das nicht gesagt mit dem Hoch und Runter. Das habe ich mir selber beigebracht. Und ich denke, so wie ich es erklärt habe, wirst du das ganz schnell herausfinden, wie das geht. In diesem Sinne, ade vache, dein T-Bone.